Ja, Harald, wer kommt denn nächste Woche? Danke für diese obligatorische Frage. Wer kommt nächstes Wochenende? Nein, nicht am Wochenende. Wir sind nächste Woche Mittwoch, ihr Lieben. Ostern steht vor der Tür. Und wir sind am Mittwoch für die 48. HSK-Show für euch da draußen bereit. Und wir erwarten Caroline Klösgen. Man kennt sie, man schätzt sie, man liebt ihre Speisen. Denn sie war oder sie ist die Betreiberin vom Lavette in Bleichenbach mittlerweile. Und Maison Lavette heißt es ja mittlerweile. Und sie wird uns was österlich Süßes an diesem Abend zubereiten. Dann kommt ein junger Mann, da freue ich mich ganz besonders, denn letzte Woche war sein Vater da, Jermaine, und er hat auch einen sehr talentierten Sohn und der stellt sich doch hier direkt selbst vor. Mein Name ist Florian Erb, ich bin Künstler, Maler und Illustrator. Manche kennen mich vielleicht unter dem Namen der Kunstwerker und ja, meine Aufgabe ist es, schöne Wandbilder an die Wände von meinen Auftraggebern zu malen. Ich bin aus Frankfurt, bin aber gebürtiger Büdinger und bin da geboren und aufgewachsen und freue mich umso mehr, diesmal ein Teil von der HSK-Show zu sein. Ich kann es kaum erwarten, was der Abend bringt und was wir da so zusammen erleben. Ja, wunderbar. Der Florian wird uns hier auch live etwas malen. Was genau, wird noch nicht verraten, aber schaltet ein am nächsten Mittwoch. Es wird bestimmt ein toller Abend. Und wir haben einen weiteren Gast, auf den ich mich auch ganz besonders freue. Nämlich auch er stellt sich hier selbst vor. Hi, mein Name ist Bobby Stöcker. Ich werde am 13.04. live zu Gast sein bei der HSK-Show in der Kulturhalle Stockheim. Auch ihr könnt live dabei sein über YouTube, Facebook und auch Feedbeat. Ich werde was erzählen zu dem am 20.05. erscheinenden Soloalbum. Meine Single kommt bereits raus am Freitag, den 8.04. Und ich werde auch ein paar Songs live spielen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. Ja, Bobby Stöcker live in der 48. HSK-Show am kommenden Mittwoch. Versäumt es nicht, er wird drei seiner Titel unplugged natürlich hier vorstellen. Und als Überraschung, er kommt auch demnächst in den Biergarten. Und zwar schon am Ostermontag, wenn die Witterung natürlich das hält, was sie momentan noch verspricht.